Herzlich willkommen auf meinem Kanal Sarah Faris Schrimms. Wieder mit einem Video zu meinem Meerwasserbecken. Und wie ihr seht, habe ich heute Besuch. Hi. Hallo, vom lieben Daniel von Vipers Reef. Ich freue mich, dass du heute da bist. Ja, ich auch. Ja. Ich sehe das neue Becken jetzt zum ersten Mal und es kam rein und war einfach nur erschlagen. Erschlagen, okay. Und das von jemandem, der schon wie lange Meerwasser macht? Mit Unterbrechung 18 Jahre. Wow, genau das nehme ich heute zum Anlass für ein Video, deine Erfahrungen, die du so hast. Ach du Schöne. Denn ich würde ganz gerne mal wissen, ich meine, du warst ja heute auch hier, um zu filmen. Ne? Mhm. Du hast jetzt ein neues Konzept, Vipers Reef on Tour. Ja, Hausbesuche. Und, genau, und dann hast du gedacht, kommst du mal direkt bei Sarah vorbei. Ich freue mich. Und Schlagdistanz von mir aus. Und ich möchte das Ganze gerne als Anlass nehmen, um zu schauen, wie du so mein Becken bewertest, was haben wir hier sehr gut gemacht, also auch vom Aufbau her und so weiter. Was kann man vielleicht noch verbessern? So ein bisschen, ja. Ja, in dem also. Style. Und wenn du gerne wissen möchtest, wie jetzt hier mein Becken auf, wie sagt man, auf Nieren geprüft wird? Herz und Nieren, genau. Auf Herz und Nieren geprüft wird, dann bleib gerne dran. Viel Spaß mit dem Video. Sagen, wir legen auch mal direkt los. Mhm. Ich habe mir verschiedene Kategorien, sage ich jetzt mal so, überlegt, zu denen ich dich befragen möchte. Und die erste Kategorie wäre das Aquarium an sich, also das Becken, Größe, Volumen, ja, so insgesamt. Und da kann ich ja noch mal eben für die Zuschauer, die jetzt vielleicht neu mit dabei sind, einmal kurz noch mal sagen. Ich habe ein Aquarium, was eine 2,20 Meter Länge hat, eine 70er Tiefe und eine 60er Höhe. Und ja, da kommen so roundabout 1000 Liter zusammen, plus Technik sind wir so bei ungefähr 1100 Liter. Aber Schwimmraum ist da aus meiner Sicht jede Menge. Definitiv. Also um es jetzt mal, ich vergleiche sowas immer gerne mit meinem Werdegang bzw. mit meinem Becken, wie ich es auch habe. Du hattest ja hier vorher 450 Liter stehen auf, ich sag mal, einen sehr viel kürzeren Raum. Das waren 1,50 Meter, glaube ich. Ne? 1,60 war das. Ja, okay. Das war aber sehr niedrig. Das hatte nur eine 45er Höhe und eine 60er Tiefe. Grundsätzlich, je mehr Fläche so ein Becken hat, du hast jetzt hier eine 70er Tiefe, 2,20 Meter, könnten wir jetzt ausrechnen, wie viele Quadratmeter das im Prinzip sind. Also das ist definitiv immer vorzuziehen. Je mehr Grundfläche da ist, desto schöner ist es für die Fische. Mhm. Volumen im Endeffekt ist natürlich nach oben auch jetzt hier gegeben durch die entsprechende 60er Höhe. Also Oberkante Becken ist 60. Das heißt, du hast wahrscheinlich einen 55er Wasserstand. Ja, so ungefähr, ja, kann man sagen. Ungefähr. Das ist definitiv viel Volumen. Also knapp 1000 Liter ist natürlich sehr viel. Und Fläche, die Grundfläche ist das, wo ich immer sage, wo ich jetzt auch bei meinem Becken gemerkt habe, je mehr Grundfläche da ist, desto schöner ist das für die Tiere. Also das ist definitiv eine sehr, sehr schöne Größe und auch meiner Meinung nach eine Größe, die, ja, ich sag mal, handelbar noch ist. Wenn es größer wird, dann werden, ja, dann muss man mehr Licht, dann muss man mehr Wasserwechsel, je nachdem, was für ein System man betreibt. Aber so eine so 1000 Liter, das ist so die Größe, wo ich sagen würde, ja, das geht noch. Das würde ich mir vielleicht auch noch reinstellen, wenn ich einen Platz hätte. Was würdest du da so sagen von einer Skala von 1 bis 5? Definitiv ist das hier eine 5. Super, ja, da freue ich mich. Ich also positive 5. Also, ne? Also meine Zuschauer wissen das, dass ich versucht habe, hier den ganzen Platz an der Wand auszukosten. Das ist dir definitiv gelungen. Und ja, da nochmal dann auch andere Optionen zu haben vom Besatz her, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Und ja, also da bin ich auch echt zufrieden. Also ich komme auch gerade noch überall so dran. Ne? Selbst in der Ecke jetzt zwar auch mit Zange oder ich müsste ein bisschen im Kopf eintauchen, aber geht noch alles. Da kommen wir ja gleich zum Aufbau. Aber genau. Das ist definitiv sehr gut gelungen bei dieser Beckenhöhe gerade. Also wenn man eine 60er Höhe hat, muss man ja auch schauen, dass man hinten in die Ecken überall drankommt. Genau. Das ist so ein kleines bisschen tricky, aber wenn man den Aufbau intelligent macht und den so wählt, dass man halt nicht wirklich in die Ecken muss, außer vielleicht mal zum Reinigen, dann ist das definitiv sehr gut gelungen hier.
danke, freue ich mich, dass du das auch so siehst. Ja, als nächste Kategorie habe ich mir dann den Riffaufbau überlegt. Mhm. Also ich habe ja hier mein altes Riff genommen, was ich mit Lehmgestein unterbaut habe noch, damit das ein Stückchen höher kommt, und habe dann rechts noch eine Riffkeramik vom Johnny von Aqua Perfect noch mit angesetzt, sodass ich dann halt auch bis, ja, das gute Stück, was dann noch zugekommen ist von der Fläche her, noch ausgekostet habe. Ja, alles so ein bisschen in Richtung Ablauf, höher ansteigend. Ja. Und ja, wir glauben halt, durch das alte Riff und das Lehmgestein halt eine gute Mikrobiologie da noch für den Start mit reingebracht zu haben. Habt ihr im Prinzip den Umzug innerhalb kürzester Zeit gemacht? An einem Tag, in ein paar Stunden. Das ist schon mal sehr gut. Hätte ich nicht anders gemacht, weil genau das ist Grundvoraussetzung, dass auch die Biologie, die sich halt in dem Gestein jetzt aufgebaut hat über die Zeit, erhalten bleibt. Ja, wir haben die Sachen, also die waren im Wasser drin. Hm? Auch ja, die ganze Zeit über, während wir. Wenn man das jetzt tatsächlich längere Zeit woanders lagert und vielleicht verschiedene Temperaturen hat etc., das kann der Biologie schaden in dem Moment. Aber wenn das relativ zügig geht, und das habt ihr ja auch tatsächlich, habe ich dementsprechend über Insta verfolgt, wie schnell das dann tatsächlich dann doch ging, ist das sehr zügig gegangen und natürlich sehr zuträglich der Biologie. Was auch, kommen wir nachher zur Nährstoffversorgung, da war ich einfach ganz erstaunt, aber kommen wir gleich zu. Also der Aufbau an sich ist schön hochgesetzt worden, also der ist schön luftig. Das heißt, überall kann im Prinzip Strömung drunter durch. Dass das Ganze von eurer Seite von links nach rechts ansteigt, das ist auch sehr schön gemacht. Wobei, wenn ihr, ich sag mal, hier im hinteren Bereich dann mit SPS arbeiten wollt, könnte es gegebenenfalls Strömungsprobleme geben. Meinst du? Ihr habt eure Hauptpumpen auf der linken Seite sitzen. Ja. Und wenn da hinten dann SPS hin sollen, wie ihr es eben gesagt habt, dann kann es sein, dass da hinten etwas zu wenig Strömung ankommt. Der Milka ist das egal. Aber ich sage jetzt mal, höhere Akkuporen oder sowas, die brauchen ein kleines bisschen mehr Saft. Okay. Aber das kann man gegebenenfalls noch regeln. Weil Thema Strömung kommen wir gleich nochmal drauf. Aber vom Gesamtaufbau her und so wie es aufgebaut ist, wie die Tiere verteilt sind, sieht das sehr gut aus. Es wird schön unterströmt aufgebaut. Der Aufbau an sich ist sehr luftig. Ja, hätte ich jetzt tatsächlich nicht gedacht, dass der jetzt, ich sag mal, in dieser Form so aussieht, weil ich hab den Grundaufbau, als er angefangen hat, gesehen, habe ich gesagt, um Gottes Willen, wie sieht das denn aus? Ja, nee, da es hat eine Farbe, ne? Das ist, war durchgehend eine Farbe, war das, ne? Ja. Ich fand das nicht ganz so hübsch. Aber okay, ich wusste aber in dem Moment auch, nach einer gewissen Zeit verschwindet das. Und jetzt ganz ehrlich gesagt, wüsste ich jetzt nicht, was das für ein Gestein ist, hätte ich es nicht als solches erkannt. Muss man auch ganz ehrlich sagen. Ja, das ist ähnlich, wie es auch bei mir beim Eporif ist. Nach einer gewissen Zeit ist einfach nicht mehr wirklich erkennbar, was es ist. Und, ja, also, wir haben ja auch vom Johnny die Keramik, die war ja auch knatschweiß. Die ist ja jetzt auch schon weiter angeglichen. Ja. Ne? Also es ist nach 5 Wochen, und je mehr Zeit vergeht, umso mehr passt es sich alles an. Es wächst halt zu, die Biologie entwickelt sich, es nimmt Patina an. Genau. Aber wie gesagt, das habt ihr jetzt schon 1,5 Jahre am Laufen gehabt. Das vorher, ja, dieses Gestein war 1,5 Jahre in. Und dann sieht man dem Gestein Betrieb auch nicht mehr an, wo es eigentlich hergekommen ist. Genau. Vorher habe ich gedacht, sieht aber alles ein bisschen schlimmer aus. Aber das sagt man ja hier und da über das Eporif genauso. Also von daher, ihr kennt das mit dem Glashaus. Ne? Okay, so, jetzt bin ich gespannt. Deine Wertung zu unserem Riff, wieder von 1 bis 5. Ich würde dem Riff tatsächlich so von der Luftigkeit her, vom Aufbau, würde ich tatsächlich eine 4 bis, ja, eine 4,5 geben. Okay, gut, kann ich mit leben. Ja, also ich finde es schön luftig, es kann alles schön durchströmt werden, es sind überall leichte Unterstände vorhanden, wo auch die Fische sich verstecken können. Sie brauchen ja keine direkten Höhlen, sie müssen einfach nur irgendwo drunter können. Das ist auch, ich sage mal, eine Sache, die viel verbreitet ist und gesagt hat, ich muss Höhlen haben, muss Höhlen bauen. Nein, brauchen sie nicht. Sie müssen einfach nur eine Möglichkeit haben, irgendwo sich unterzustellen. Und das ist hier durch das Aufbocken, sage ich jetzt mal, was er gemacht hat, tatsächlich sehr gut gelungen. Und die Fische haben hier überall so kleine Ecken und Nischen, wo sie sich reinsetzen können. Und ich sage mal, bei der Menge an Fisch, die hier drin ist, ist es auch nötig. Ja, gut. Dann direkt schon das nächste Stichwort. Mein Besatz. Besatz Fische, Korallen. Wie siehst du das? Also, du bist jemand, der
Bewegung haben möchte im Becken, richtig? Doch, ganz gerne. Ja, Schatzi und ich stehen auf Euphilien, ne, Schatz? Hier, ja, Glabrissens, ja, sind aber ja auch eigentlich auch so knapp. Ankoras, Para-Ankoras, also alles, was so da so Bewegung so hat. Genau. Also da ist definitiv, das ist ein sehr schöner Aufbau, also sehr schöne Tiere. Wobei ich sage es mal ganz doof, geschädigt bin aus der Richtung. Mhm. Ich habe einen gewissen Bestand gehabt, der ist mir schlagartig durch Bakterien eingegangen. Ich hoffe, euch bleibt sowas erspart. Das hoffe ich auch. Das wäre eine Katastrophe. Also ich hätte mein Becken auch im Prinzip so besetzt gehabt, wenn ich diesen Crash bei mir nicht also gehabt hätte. Also du magst es eigentlich auch gerne so. Ja, definitiv. Mhm. Euphilien in allen Formen finde ich richtig genial. Wo ich zum Beispiel nie richtig was auf den grünen Zweig gekommen ist, haben hier hinten die tatsächlichen Hammerkorallen, die Panankoras, ja, hinten, die ja am Stück gewachsen sind. Die schaffe ich zum Beispiel nicht. Nach einer gewissen Zeit lösen die sich bei mir einfach auf. Hm. Das kann aber auch bakteriell sein, keine Ahnung. Also von der Bestückung her, vom Riff her und wo es alles positioniert ist, muss man jetzt am Anfang natürlich sagen, hat so ein kleines bisschen noch die Setzkastenoptik. Ja, klar. Ja, aber das ist normal, das Becken ist frisch, da kann man ja nicht sagen, das sieht jetzt aus, als wenn das gewachsen wäre. Das kommt jetzt erst mit der Zeit. Aber grob die Positionierung, was zueinander passt, was gegebenenfalls untereinander sich bekriegen könnte. Wir haben ja hier auch Glabrescenzen drin, wo wir auch wissen, dass sie recht aggressiv zu anderen Euphilienarten sind und so. Das muss man dann mit der Zeit sehen, wie die sich entwickeln, wie die dementsprechend, ich sag mal, in der Strömung arbeiten. Mhm. Aber von der Positionierung her und vom Aufbau her, wenn das gewachsene Riff jetzt so 5-6 Monate weiter, denke ich, wird es richtig, richtig gut aussehen. Ja, ich hoffe. Ich hoffe, dass die Euphilien auch mal wachsen. Also ich habe ja ganz viele Favia, die hier das Riff schon überwuchern, also vorher auch schon, die wir ja so quasi auch übernommen haben, die jetzt nochmal einen ordentlichen Schub gemacht haben, auch jetzt im neuen Becken. Hast ja auch schön Platz gelassen zwischen den Favien. Eben. Genau. Das ja, da ist muss ja, man das auch ist aufpassen, ist auch eine Sache, die, wo man darauf achten sollte, gerade Favien und Favites, die sind tagsüber, sehen die ganz brav aus, aber geht mal nachts hin, wenn wirklich das Licht komplett aus ist und leuchtet dann mal ins Becken auf diese Favites. Das ist echt Wahnsinn. Teilweise so lange Kampftentakel, die sind dann einfach nur noch weiß. Das ist so. Und wenn man dann zu nah an anderen Korallen dran ist, dann wird es richtig böse. Genau, deswegen Platz und auch, dass generell ja noch Wachstum kommen kann, ne? Dass die nicht zu nah aneinander sind, haben wir natürlich auch drauf geachtet. Deshalb momentan noch die Setzkastenoptik, aber das kommt mit der Zeit. Ja. Und Bewertung, Korallen sind wir also jetzt Standort und Aufstellung, Positionierung zum Wachsen, definitiv eine 4,5 bis 5. Super. Von der Optik her, momentan natürlich changieren wir tatsächlich noch bei einer 2 bis 3, aber das ist halt die Setzkastenoptik, das muss wachsen. Das kommt mit den Jahren. Das kommt, ja, mit den Jahren nicht. Also bei einer vernünftigen Versorgung, wo wir jetzt gleich zu kommen, wo ich wirklich gestaunt habe, bei einer vernünftigen Versorgung geht das relativ zügig. Wenn sich das gesetzt hat, das System, die Biologie einigermaßen in den Schwung gekommen ist, ihr habt im Moment ein bisschen mit Cyanus zu kämpfen, weil halt die Werte, also sprich, ihr habt das alte Gestein, ihr habt neuen Sand, ihr habt da hinten eine große Riffkeramik rein. Ja, das dauert ein bisschen. Das dauert alles ein bisschen, bis sich das einspielt. Also von daher, man muss Geduld haben und dranbleiben. Das ist und ganz wichtig. Ja, aber Fische haben wir noch gar nicht jetzt so konkretisiert. Jetzt waren wir bei Korallen. Da ganz kurz vorweg, ich habe auch neue Fische. Und zwar richtig süße kleine, die vielleicht noch ein bisschen klein sind hier. Also hier schwimmt gerade einer. Thank you.
Mr. Traumkaiser. Ich habe nämlich ein... Zwei Stück von drin. Genau. Wir haben uns zwei Traumkaiser und zwei Faunkaiser geholt für das Aquarium. Das ist auch ein kleines Projekt, weil, also erstens, es sind Nachzuchten, ja, und das Problem ist halt, dass man sagt, dass die, wenn sie etwas größer werden, auch an Korallen gehen können. Das wissen wir halt jetzt noch nicht. Man sagt aber auch, dass Nachzuchten, wenn wir Glück haben, das nicht tun. Deswegen haben wir diesen Schritt jetzt gewagt. Wir haben aber auch, ja, du machst schon so. Ja, das ist tatsächlich schwierig, weil ich... Es ist ein Projekt, ja. Sagen wir mal so. Aber ich hätte das Projekt nicht gemacht, wenn ich nicht auch Leute an der Hand habe, die die Tiere nehmen würden, wenn sie wirklich an Korallen ganz, gehen können. Ganz wichtiger Punkt. Ihr seht ja auch hier und da, ich schwenke jetzt mal kurz rüber zum Thorsten, zu dem Kollegen, den ich betreue. Ja. Da haben wir es ja ähnlich gemacht. Er hat ein Waterbox-Aquarium, da sind aber auch, da sind Fuchs drin, da sind Doktoren drin etc. Alles mit der in Hinsicht darauf gemünzt, dass man im Hinterkopf hatte, ich habe irgendwann ein Becken, wo das reinpasst. Ja. Ja, das ist auch ganz wichtig. Also wenn man sowas macht und sagt, okay, ich will dabei bleiben, dann kann man sich solche Fische in klein dann auch holen, reinsetzen, weiterziehen und dann irgendwann wird das Becken ja dann vergrößert, so wie es dann jetzt auch demnächst beim Thorsten der Fall sein wird und dann passt das auch. Und wenn man dann den Platz dafür hat, dann ist das mit den Fischen auch so okay. Genau, also da habe ich auf jeden Fall ein paar Leute an der Hand, die die Tiere übernehmen würden, sollte der Fall kommen. Was ich natürlich nicht hoffe, man weiß es ja aber nie. Ne? Steckt man nie drin. Also ich habe es damals mit meinem Flammenkaiser gehabt oder generell mit dem Flammenkaiser, mit dem Loreculus. Das war, ja, ich sag mal, vor 8 oder 9 Jahren habe ich damit angefangen oder habe ich mich dann dran getraut. So, und zu dem Zeitpunkt war es halt noch so, da gab es dann noch Giftfänge und sowas, was man den Tieren aber nicht angesehen hat. Du hast den im Prinzip im Laden gesehen. So, und dann hat man ja eingetrichtert gekriegt, lass den mal füttern. Ich will sehen, dass der frisst. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt gewesen. Ist der gesund? Frisst der? Hat der Pünktchen oder so? Und das habe ich tatsächlich gemacht. Alles gut. Dann setzt du den Fisch ein, hast 2, 3, 4 Wochen, alles super und geht nicht an die Korallen und denkst, ja, jetzt habe ich einen großen Wurf gemacht. Und auf einmal ist der Fisch tot. Liegt irgendwo in der Ecke und man weiß nicht warum. Giftfänge. Oh. Ich habe tatsächlich 4 Anläufe gebraucht, um einen Flammenkaiser bei mir im Becken zu halten. 2 Giftfänge. Mhm. Einer ist direkt an die Korallen gegangen, der wurde direkt disqualifiziert. Oh. Ja, wenn du ein gewachsenes Riff hast und setzt dann in dieses SPS-Becken oder in dieses Mischbecken setzt einen Flammenkaiser ein und der sagt, oh, das ist aber ein schönes Buffet hier. Mhm. Ja, und fängt dann an, daran rumzukühlen. Ja, sorry, das ist dann eine Sache, der ist dann in ein reines Fischbecken umgezogen und den letzten, den ich dann halt gekauft habe, den habe ich tatsächlich damals beim Megazoo vor 5 Jahren. Mhm. Der ist jetzt 5 Jahre schon bei mir. Ist ein Männchen. Habe ich ihn da geholt, eingesetzt und ja, da war dann, das war der Glücksgriff dann. Ja. Das waren aber auch dann alles Wildfänge. So, und jetzt die Nachzuchten, die kann man ja vielleicht, ich sage es mal, in die richtige Richtung drehen. Also da habe ich jetzt nicht wirklich die Erfahrung mit. Ja, ja. Da drücke ich dir definitiv die Daumen. Also das sind wunderschöne Tiere. Das wäre wirklich ein Traum, wenn das so bleibt. Also, Traumkaiser. Ja, genau. Und Faunkaiser. Ja. Ne? Da habe ich auch 2 Stück Faunkaiser. Die sind im Moment da hinten, die verstecken sich da in der Ecke. Mhm. Und die sind da am Picken. Ja, ich habe kurzzeitig Sorge gehabt, Schatzi und ich, als wir die eingesetzt haben, weil meine beiden blauen Barsche da irgendwie so ein bisschen territorial waren und sie verschrecken und das wollten. Das bei dieser Beckengröße. Also muss man jetzt auch mal so sehen. Die haben sich direkt an dieses Becken damals vor 5 Wochen angepasst, haben gesagt, jo. Ja. Alles klar, ist jetzt mein Revier. Und die beiden, das war auch schon in dem anderen Becken so, ne? Die teilen sich da wirklich auf. Ne? Der eine hat die eine Hälfte, der andere die andere. Ne? Ja, das ist doch nicht mal ein Pärchen. Nee, also die, nö, die sind immer so einen Meter Abstand haben die ungefähr. Okay, ja, dann wissen sie auch warum. und einer von den beiden war tatsächlich ein bisschen kiebig. Und da habe ich mir echt schon Sorgen gemacht und überlegt, ob ich... Ja, entweder die blauen rausfangen, nur fangen die mal, oder die kleinen in eine Schwimmschule oder so packen. Ja. Aber es hat sich beruhigt, Gott sei Dank. Mhm. Und die haben jetzt ihre Ecke da gefunden, die Traumkaiser ziehen hier generell ihre Bahn, die kennen da nichts. Also so, die werden auch von den anderen Fischen nicht beachtet. Das ist, klappt tatsächlich, Gott sei Dank, im Moment ganz gut. Ja, und ansonsten hatten wir ja, also
Ich hatte ja schon im anderen Video mal zu meinen Fischen was gesagt. Wir haben jetzt ja neue Doktoren da drin. Sehr schöne Tiere. Ja. Sehr schöner Besatz. Zwei Goldtaler sind auch Nachzuchten von der Farbe her. Die Hawaii-Doktoren sind auch Nachzuchten. Mhm. Sieht man dann den Tieren relativ bei den Hawaii-Doktoren leider an, weil sie halt nicht so kräftig gelb gefärbt sind, wie sie aus der Natur sind. Also den ich habe, den habe ich mittlerweile, glaube ich, auch, lass mich nicht lügen, 3,5 Jahre. Mhm. Das ist auch noch ein Wildfang gewesen, aber der ist zusammen auch mit allen anderen Tieren eingesetzt worden. Das ist auch so eine Sache, die man wissen muss. Wenn man einmal einen Besatz an Doktoren und Fuchsgesicht und Ähnlichem sich ausgesucht hat, dann sollte man auch schauen, dass man die möglich alle auf einen Schlag kriegt. Hast genau, du ja gemacht. Haben wir gemacht. Und alle auf einen Schlag einsetzt. Und wenn du dann noch was nachsetzen willst, dann hast du echt schlechte Karten. Ja, du hast dich da schon ein bisschen den Zahn gezogen, was einen Schelmon betrifft. Das kann funktionieren, muss aber nicht. Also ich hatte, der Schelmon hatte bei mir die Problematik mit dem Japonikus, also sprich mit dem Samtdoktor, mit dem japanischen Samtdoktorfisch. Oh Gott, ich hasse diese Namen. Das kann aber mit allen anderen, kann das funktionieren. Ja, das ist immer so eine Sache, Körperform, Färbung etc. Wenn was Ähnliches reinkommt, wie dominant sind die Tiere? Das muss man, ich hatte, glaube ich, meinen 1,5 Tage in der Schwimmschule, bevor ich ihn rausgelassen habe. Okay. Und selbst dann wurde er noch hier und da gejagt. Aber wie gesagt, der Japonikus ist bei mir Master of Disaster. Wenn der sich einmal im Becken etabliert hat, dann zieht auch nichts Neues in der Regel ein. Also das hat tatsächlich bei mir recht gut funktioniert. Also machbar ist es. Hm. Also ich würde bei dem Besatz die Doktoren, du hast, glaube ich, auch noch ein Rotmeer drin, ein kleines. Ja. Das dürfte eigentlich funktionieren. Aber man muss halt darauf vorbereitet sein, dass wenn man das macht, wenn man so ein Experiment macht, dass man dann gegebenenfalls auch sagt, okay, ich muss ihn jetzt wieder rausfangen, er muss woanders hin. Die Optionen müsst ihr euch dann offen lassen. Ne? Genau, das machen wir ja auch. Und unser Besatz ist aktuell auch noch nicht ganz fertig. Mhm. Wir werden noch Pyjama-Barsche noch dazu nehmen und noch eine andere Art, die ich jetzt aber noch nicht verraten will. Mhm. Und ja, dann kommen wir so langsam dem Ziel näher. Aber deine Wertung? Also vom Besatz her ist es schon, ich sag jetzt mal, ja, gut ausgereizt. Ein schöner Mix, muss man auch ganz ehrlich sagen. Also ich finde den... Auch nützliche Tiere, Algenfresser und sowas. Das ist eigentlich der Hauptgrund. Also bei mir ist es auch so, dass ich einen Großteil der Fische wirklich danach ausgesucht habe, wer im Endeffekt welchen Job zu machen hat. Mein Adamanenfuchs ist halt Beauftragter für Kugelalgen. Ja, genau. Meine drei Doktoren, die ich drin habe, die sind halt die Algenvernichter. Ja. Und dementsprechend, ja, etc. pp. Grundeln, die sind halt alle, die haben halt alle Aufträge. Und danach sollte man auch nach Möglichkeiten Besatz aussuchen. Der muss natürlich auch gefallen, klar, logisch. Mhm. Aber von der Auswahl her, von der Menge her, hast du es jetzt auch schon so gewählt, dass du tatsächlich, da kommen wir dann jetzt gleich auch wieder zu, mit den Nährstoffen das tatsächlich so ganz gut hinkriegst. Ja, gut, dann Butter bei den Fische. Butter bei den Fische, im wahrsten Sinne des Wortes. Hast du gerade auch gemacht, ne? Ja, genau. Hast gefüttert. Wir in der Zwischenzeit einmal eben füttern. Tierwohl geht natürlich vor Content. Ja. Genau. Und ja, pauschal gesagt, auf die Beckengröße gesehen, auf das, was jetzt noch kommt, wie du im Prinzip das Becken wachsen musst, hast ja auch jetzt passend die Tiere in der passenden Größe, die halt jetzt noch nicht so viel im Endeffekt und mitwachsen mit dem Becken, das ist auch das Wichtige. Mhm. Tatsächlich würde ich, ja, eine 4,5 bis 5 für den Besatz definitiv geben. Und ich bin mal gespannt, wie sich das tatsächlich in der Balance hält. Sprich, Größe der Fische, Größe der Korallen, wie gut ihr da im Endeffekt dann mit den Nährstoffen hinkommt. Fortsetzung folgt. Und wenn du wissen willst, wie Viper die anderen Kategorien eingeschätzt hat und auch mein Aquarium insgesamt, dann schalte beim nächsten Mal wieder ein. Hinterlasse jetzt einen Kommentar und ein Like und vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren. Das ist kostenlos. Bis zum nächsten Mal. Ich bin raus.